Teamvereinigung! Dimitar Nikolov dürfte es wieder in seine Heimat ziehen und so läuft Torwart Philipp Fadal aus der Reserve von Fortuna Düsseldorf als Testspieler gegen den SC Wiedenbrück für Hamm auf. Der dritte Testspielgegner der Rotlusen, also erneut ein Regionalligist, aber diesmal steht am Ende keine Niederlage. Das Spiel ist gerade 8 Minuten alt, da zeigt Mike Piel, was Mehmet Scholl mit Packing meint. Ein Pass überbrückt 6 Gegner, einschließlich Wiedenbrücks Defensive. Ein Tor hätte dem Ganzen die Krone aufgesetzt, doch Wiedenbrücks Torhüter Weke hat bei Loheiders Schuss seine Hand im Spiel. David Loheider vom SV Rödinghausen gekommen, ist einer von 4 Neuzugängen aus der Regionalliga West. Wiedenbrück hat in Minute 17 die Chance zur Führung, als Lauretta an der Strafraumgrenze frei zum Schuss kommt, aber verzieht. Über 8 Jahre sind es mittlerweile her, da traf er an dieser Stelle noch für Preußen Münster. Die Führung 7 Minuten später, dann ein Geschenk einer doch insgesamt soliden Abwehr. Ausgerechnet Routinier Erdal Kaleoglu ist es, der mit diesem Fauxpas den Rückstand einleitet. Und Batarilo Cerdic ist es, der sich die Rückgabe stibitzt und weiterleitet. Tobias Puhl bringt sie dann ohne Mühe unter 0:1, auch der Pausenstand. Nach vielen Wechseln zur Halbzeit und 14 Minuten Spielzeit der Ausgleich für Hamm. Der zunächst abgewehrten Hereingabe von Terzischik folgt eine weitere, aber gefühlvolle Variante durch Frank, die Innenverteidiger Rene Lindner am langen Pfosten vergolden kann. 1:1, auch hier 2 Neuverpflichtungen beteiligt. Felix Frank mit einem schönen Heber und der 23-jährige Lindner, der von Rot-Weiß Aalen in den Hammer Osten fand, mit dem Kopfball zum Ausgleich. Auf Hammer Seite setzt Trainer Sven Hosiak 21 Spiele ein. Der Spielfluss in der zweiten Hälfte ist eingeschränkt. Wiedenbrücks Spielanlage wirkt jetzt reifer und sorgt nach schnellem Umschalten noch einmal für Gefahr, als Stojanovic über rechts den freien Lose bedient, aber Fadel nicht bezwingen kann. Wiedenbrücks Treffer zählt nicht. Neuzugang Lekesitz im Abseits. Als Batarilo Cerdic sich in der 80. Minute durch den Hammer Strafraum spielt, ist Fadal noch einmal gefragt. Der Kasten aber bleibt in der zweiten Halbzeit sauber, auch weil Oliver Zech etwas später einen HSV-Fehlpass nicht ausnutzen kann und die Kugel aus aussichtsreicher Position am Tor vorbeihämmert. Hams Angriffe enden in dieser Partie auf dem Abseits. So wird der Treffer von Bromwietz in der 90. Minute nach einem Pass von Kiska nicht anerkannt. 1:1 das Endresultat. Hams Trainer Hosiak dürfte das wieder einen Schritt weitergebracht haben. Auch Wiedenbrücks Coach Alfons Beckstedde wird aus diesem Experiment seine Schlüsse ziehen. Gegen Bielefelds U23 geht es am Mittwoch weiter. Hamm ist erst am Samstag wieder dran. Dann geht es zum Testspiel nach Münster. Dort wartet der Westfalenligist FC Gievenbeck.